Als wir beim letzten Mal über den Hamburger Flughafen gesprochen haben, ging es um den A380, der, wenn man denn so will, den Hamburger Flughafen schon in gut einer Woche bereichern wird. Aber die Langstreckenverbindungen in Hamburg, die sind ja eh recht überschaubar und während der A380 jetzt bald täglich nach Hamburg kommen wird, verliert der Flughafen seine einzige Nordamerika-Verbindung, seine einzige Transatlantik-Verbindung. Seine einzige Amerika-Verbindung überhaupt. Und was der Winterflugplan sonst noch so in ganz Deutschland bringt, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und anfangen können wir mit einer ganz allgemeinen Meldung. So schön das mit dem A380 in Hamburg ja auch ist, während wir an den beiden größten deutschen Flughäfen in Frankfurt und in München, ihr erinnert euch vielleicht, haben wir gerade erst letzte Woche drüber gesprochen, während wir an diesen beiden Flughäfen ein vernünftiges Passagierwachstum verzeichnen können für den vergangenen Monat, gibt es in Hamburg für den abgeschlossenen September ein Passagierminus. Wenn man es ganz genau haben möchte, 2,3% weniger Passagiere im Vergleich zum Vorjahresmonat. Also, das macht in Hamburg für den September 1,69 Millionen abgefertigte Fluggäste. Nur mal so zum Vergleich, an Deutschlands größtem Airport am Frankfurter Flughafen waren es im September 6,62 Millionen Fluggäste. Das ist also schon nochmal ein anderer Schnack. Aber in Hamburg sind nicht unbedingt weniger Leute in ein Flugzeug gestiegen, sondern es sind schlicht und einfach auch weniger Flugzeuge gekommen. Genauer gesagt gab es 3,2% weniger Starts und Landungen im Vergleich zum September 2017. Tatsächlich ist das jetzt an dieser Stelle aber wenig überraschend, denn man hat damit gerechnet. Der Hamburger Flughafen knackte im Jahr 2014 erstmals die Marke von 14 Millionen Passagieren in einem Jahr. Und dann kam jedes darauffolgende Jahr 1 Million dazu, sodass man 2017 bzw. Ende 2017 dann auch den 17 millionsten Fluggast in diesem Jahr am Flughafen begrüßen konnte. Was ich damit sagen möchte ist, der Hamburger Flughafen ist die letzten Jahre einen recht ordentlichen Wachstumskurs gefahren. Ende 2017 war dann aber von Anfang an klar, für 2018 rechnet man eigentlich mit keinem Wachstum. Das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel Air Berlin verschwand, die britische Billigfluggesellschaft EasyJet, die Hamburg doch eigentlich jahrelang in den Himmel gelobt hatte und da richtig doll ausbauen wollte, das auch eine Zeit lang getan hat, zog sich jetzt wieder merklich vom Hamburger Flughafen zurück. Eurowings übernahm da an einigen Stellen vieles, aber halt eben nicht alles. Was jedoch jeder merkt, der ab und zu mal am Hamburger Flughafen vorbeischaut, gefühlt ist alles voll mit Eurowings. Das ist eine Entwicklung, die man nicht nur in Hamburg, sondern auch an einigen anderen deutschen Flughäfen, zum Beispiel ganz klar natürlich auch in Düsseldorf, beobachten kann. Eurowings ist irgendwie ganz schön häufig und ganz schön viel da. Tatsächlich erhöhte die Billigfluggesellschaft der Lufthansa bereits Anfang 2018 ihren Marktanteil in Hamburg auf gut 50%. Das ist eine ganze Menge, vor allem im Hinblick darauf, dass es ja wenige Jahre zuvor noch ganz, ganz anders aussah. Lufthansa und Air Berlin als die beiden größten Fluggesellschaften in Deutschland, wie gesagt, das hat man nicht nur in Hamburg gesehen, sondern auch zum Beispiel in Düsseldorf. Diese beiden größten Fluggesellschaften, die haben sich quasi an den Airports darum gestritten, wer jetzt dort wirklich der Platzhirsch ist. Aber trotzdem, der Hamburger Flughafen investiert und zwar eine ganze Menge. Die Vorfelderneuerung, die ja jetzt schon ein paar Jahre läuft, aber auch noch ein paar Jahre laufen wird, die ist immer noch in vollem Gange und mittlerweile kann man ganz klar großflächig Ergebnisse sehen. Dabei wurden zum Beispiel auch Systeme ermöglicht, wie das Flugsimulator-ähnliche zum Gateführen eines Flugzeuges, mithilfe einer grünen Linie durch das entsprechende Ansteuern der jeweiligen Leuchten im Vorfeldboden. Das ist keine Neuerfindung, aber ein cooles System und sicherlich auch am Hamburger Flughafen sehr praktisch. Generell gibt sich der Flughafen der Hansestadt nach außen hin in die Öffentlichkeit sehr spendierfreudig. Man möchte in den nächsten Jahren wohl mehr als 500 Millionen Euro investieren, hauptsächlich in den Komfort, im zusätzlichen Komfort für die Passagiere. Worin auch sonst, weil der Hamburger Flughafen musste sich jetzt einige Jahre schon den Ruf als passagierunfreundlichen Flughafen gefallen lassen, denn selten wartet man an irgendeinem Flughafen so lange auf sein Gepäck, wie das in Hamburg der Fall ist. Und dazu kamen im Jahr 2018 einige massive Verspätungen und ein sehr beeindruckender Stromausfall. Damit soll eigentlich im nächsten Jahr oder am besten so schnell wie möglich Schluss sein. Und vielleicht ist dieses Jahr, wo man kein Wachstum erwartet und jetzt auch mit keinem Wachstum rechnen konnte, und vielleicht auch das nächste Jahr der perfekte Zeitpunkt, um zumindest dafür zu sorgen, dass die aktuelle Operation dann auch wirklich stabil laufen kann. Aber eine Frage bleibt dann doch irgendwo. Hamburg möchte eine Weltstadt sein und ist es sicherlich auch. Hamburg hat echt eine ganze Menge zu bieten. Aber ist der Flughafen jetzt ein Weltflughafen? Ich meine, schön, dass man die Kapazitäten auf der Dubai-Verbindung jetzt mit einem noch größeren Flugzeug, also einem Airbus A380, ausbauen wird.
dann sind aber trotzdem die Boeing 777 auf der Mittagsverbindung und der A380 auf der Abendverbindung. Das sind so gut wie die einzigen Whitebodies, die wirklich regelmäßig nach Hamburg kommen. Die einzigen wirklich großen Flugzeuge. Ich meine, das ist jetzt vielleicht wirklich eine sehr primitive Sichtweise, aber lasst uns das mal zu Ende denken. Ansonsten gibt es noch zweimal wöchentlich die Verbindung von Iran Air nach Teheran. Gerade erst letzten Donnerstag wurde da mit einem 27 Jahre alten Whitebody geflogen. Ist doch schön, mit einem A300. Ja. Und dann kommt vielleicht noch Turkish Airlines ab und zu mal mit dem A330-200 aus Istanbul. Das sollte diese Woche zumindest noch auf der morgendlichen Verbindung der Fall sein. Dann kommt auch erstmal wieder der A321. Und dann gibt es natürlich noch die wirklich hochinteressanten und wirklich spannenden, aber leider unregelmäßig stattfindenden Flüge zur Lufthansa Technik in Hamburg. Das ist dann aber auch eigentlich nur für Spotter wieder richtig interessant. Denn das wirklich Spannende ist ja eigentlich, welche Ziele fliegen diese Maschinen denn an? Und für uns hier in der Öffentlichkeit ist jetzt spätestens seit dieser Woche auch völlig klar, dass der Hamburger Flughafen nun auch seine letzte bzw. überhaupt die einzige Transatlantikverbindung verlieren wird. Und zwar die Verbindung nach New York. Im Sommerflugplan hatte sich eigentlich immer United Airlines morgens auf den Weg nach New York gemacht, von Hamburg aus. Eigentlich eine sehr spannende, interessante Verbindung und ein sehr schönes Ziel, auf das man als Flughafen sicherlich in jedem Fall stolz sein kann, egal mit welchem Flugzeug die da kommen. Bedient wurde das eigentlich immer mit der Boeing 757, ab und zu oder eine Zeit lang kam dann auch mal die Boeing 767. Und ist doch eine coole Sache, egal mit welchem Flieger die da kommen, ist doch ein schönes Ziel und für einige war das sicherlich auch eine entspannte Möglichkeit, um direkt von Hamburg aus nach New York zu kommen. Laut United Airlines war das für ein bisschen zu wenig Leute eine interessante Möglichkeit. Die Airline aus den USA teilte nun ganz offiziell mit, dass man die saisonale Verbindung nach Hamburg einstellen wird. Der letzte Flug fand bereits am 4. Oktober statt. Ziemlich schade. Und damit verliert der Hamburger Flughafen auch noch eine weitere Boeing 757. Was meiner Meinung nach auch ein bisschen schade ist, denn Iceland Air kommt nun auch nicht mehr mit der 757, mit der etwas größeren Boeing, schickt aber dafür ein anderes sehr interessantes Gerät und zwar die Boeing 737 MAX. Die kam zwar schon ab und zu immer mal wieder nach Hamburg, jetzt werden aber alle Verbindungen nach Reykjavik von Iceland Air auf die Boeing 737 MAX umgestellt. Das ist aus Umweltsicht schon mal eine schöne Sache und aus Sicht der Anwohner natürlich auch, denn eine 737 MAX ist wirklich deutlich leiser als eine 757. Ja, schade, dass die 757 nicht mehr kommt. Aber gut, immerhin, damit findet man in Hamburg nun den A321neo und auch die 737 MAX. Der Airbus kommt meist von Turkish Airlines und die 737 MAX, die kommt nun regelmäßig von Iceland Air oder auch von Air Italy. Aber Stichwort A321neo. Flugzeugmodelle wie dieses oder die Weiterentwicklung A321 Long Range, A321LR, die ermöglichen vielleicht, womöglich, hoffentlich irgendwann nochmal eine effiziente Langstreckenverbindung von Hamburg aus. Ich glaube, da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel in Aussicht, aber wer weiß, vielleicht traut sich dann ja irgendwann nochmal die ein oder andere exotischere Fluggesellschaft mit einem solchen Flugzeug in den Norden Deutschlands. Von ein bisschen weiter weg hoffentlich. Bis dahin bleibt das Spotten am Hamburger Flughafen überschaubar spannend mit dem ein oder anderen Lufthansa-Technik-Lichtblick zwischendurch. Gut, aber vom Hamburger Flughafen kommen natürlich nicht nur negative Meldungen, sondern wie das meist an jedem Flughafen mit den Flugplanwechseln so einhergeht, kommt auch die ein oder andere positive Veränderung. Zum Beispiel kommt die Strecke zurück, mit der der Flughafen Hamburg gefühlt schon seit immer eine On-Off-Beziehung hat, und zwar eine Direktverbindung zum Bodensee. Die dänische Sun Air, in den Farben der British Airways unterwegs, fliegt bald von Hamburg aus zweimal täglich nach Friedrichshafen in einer DO 328 mit 32 Sitzplätzen. Immerhin. Und wo wir gerade schon beim Thema Investieren waren, das Hamburger Abendblatt veröffentlichte gerade erst vor 2-3 Tagen einen ziemlich interessanten Artikel, wo es um eine womöglich heimliche Erweiterung des Flughafens Hamburg geht. Denn der hat ja wie gesagt eine ganze Menge Geld in die Hand genommen und der ein oder andere Politiker fragte da wohl mal etwas genauer nach, wo das Geld denn investiert werden soll. Und es ging da unter anderem um ein zusätzliches Abfertigungsgebäude im Süden des Flughafens, an welchem Flieger abgefertigt werden können, you don't say, und Passagiere ein- und aussteigen können und was aber nicht als zusätzliches Terminal, also als wirkliches neues Flughafengebäude verstanden werden soll, sondern vielmehr als Ausweichmöglichkeit, als Alternative, falls die durch Modernisierungsarbeiten immer mal wieder geschlossenen Fluggastbrücken auf dem eigentlichen Flughafengelände, auf dem eigentlichen Abfertigungsbereich nicht zur Verfügung stehen sollten. Na gut, wer weiß, was da wirklich auf uns zukommt. Vielleicht ein bisschen mehr Platz für Eurowings oder Ryanair. Lufthansa wird bestimmt keinen A380 nach Hamburg stellen. Aber wir dürfen gespannt sein. Wir wissen es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Jetzt aber noch mal ein bisschen was zu den anderen Flughäfen in Deutschland. Tatsächlich sieht man nun viermal wöchentlich wieder Air India in Frankfurt.
da haben wir gerade erst letztens drüber gesprochen, die kommen jetzt nach, ich glaube, 8 oder 9 Jahren Pause wieder zur Main-Metropole und zwar mit einer Boeing 787. Das ist schon mal eine ziemlich coole Sache. Dafür verliert der Frankfurter Flughafen aber auch die eine oder andere interessante Verbindung, und zwar die Lufthansa-Strecke nach San Jose in Kalifornien. Die fliegt jetzt erstmal raus, war aber sowieso nur eine saisonale Verbindung, wird aber wahrscheinlich auch im nächsten Sommer nicht wiederkommen. Genauso wie die Condor-Strecke nach Austin in Texas. Interessant ist, die Lufthansa wird aber für den Sommer 2019 genau dahin fliegen. Also wirklich verloren ist diese Strecke nicht. Für den Winter interessant ist jetzt vielleicht noch eine 4-mal wöchentlich stattfindende Verbindung von Nürnberg aus nach London Gatwick. Das wird geflogen mit einem A320 der British Airways und ist natürlich gut für den Nürnberger Flughafen, der mit dem September jetzt sowieso schon mal einen Rekordmonat hingelegt hat. Mal wieder. Die legen irgendwie immer wieder einen Rekordmonat her. Also beim Nürnberger Flughafen scheint es zu laufen. Und dann müssen wir an dieser Stelle doch nochmal zu den beiden größten deutschen Flughäfen schauen, und zwar Frankfurt und München. Diese Städte verlieren beide eine eigentlich doch ganz interessant klingende USA-Verbindung. Und zwar wird American Airlines ab dem 27. Oktober von dort aus nicht mehr nach Philadelphia fliegen. War eigentlich sowieso nur noch eine saisonale Verbindung, wird aber dann im nächsten Sommer auch nicht wieder aufgenommen. Tja. Und damit soll es das heute gewesen sein. Nur mal so ein grober Überblick über das, was der Winterflugplan an Veränderungen bringt. Und dann hoffe ich, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich würde mich sehr dafür interessieren, was ihr über das Thema Hamburger Flughafen denkt. Ich glaube, es ist so eine Grundsatzdiskussion, die schon seit Jahrzehnten geführt wird. Ist der Hamburger Flughafen überhaupt bereit für Langstrecken? Sollten da überhaupt ein paar Langstrecken hinkommen? Können die sich da überhaupt lohnen? Weil eigentlich sollte man doch meinen, Hamburg und Umgebung, da wären Langstrecken doch perfekt. Gerade nach Nordamerika sollte doch gut funktionieren. Aber scheint nicht so gut zu funktionieren. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt, und dann wünsche ich euch allen noch einen ganz entspannten Sonntag. Lasst es euch gut gehen, entspannt euch ein bisschen, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin und tschüss.